Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Das große Basteln zuschaut. Heute geht es weiter mit Osterdeko. Und zwar habe ich schon mal zwei ganz süße Häschen vorbereitet. Komm mal ein bisschen dichter ran. Einmal ein Mädchen und ein Junge. Und das Geheimnis ist, wenn ihr sie umdreht, das muss ich noch anmalen, sind nämlich hinten Toilettenpapierrollen dran. Und wenn wir die unten zumachen, können wir nämlich wunderschön Deko reinmachen. Oder vielleicht auch eine kleine Blume oder sowas reinstellen. Und das haben beide natürlich, ne? Und das möchte ich jetzt mit euch nämlich einmal zeigen, wie das funktioniert. Ich zeige es euch nochmal von dieser Position, dass ihr es nochmal anschauen könnt. Muss man nur einmal umschalten. Genau, da könnt ihr es nämlich noch ein bisschen besser sehen. Und einmal von hinten, wie gesagt, Toilettenpapier rollen. Ja, was brauchen wir denn für die beiden Süßen? Klar, Toilettenpapierrollen, habe ich euch ja jetzt ein paar Mal gesagt. Sammeln, sammeln, sammeln. Um die anzumalen, ich würde es, glaube ich, nächstes Mal lieber vorher machen. Immer erst weiß grundieren und dann die andere Farbe drüber machen. Und nicht mit einem Pinsel, sondern nimmt einen Schwamm und Tupf. Dann habt ihr nämlich nicht die Pinselstriche drauf. Wenn ihr mit Acryl arbeitet, super Tipp, dran denken. Wir brauchen Tonpappe in verschiedenen Farben. Wir brauchen wieder Klebestifte, ganz wichtig. Scheren brauchen wir wieder verschiedene. Ich habe mit Wackelaugen gearbeitet. Habe ich hier so ein ganzes Körbchen voll. Wir brauchen, upsala, jetzt sind sie mir hier runtergefallen. Einen Stift brauchen wir nachher noch. Und das war es eigentlich schon. Ich habe hier das Mädchen schon einmal so ein bisschen angefangen auszuschneiden, weil sonst sitzen wir sehr lange dran. Und ich habe hier nochmal den Jungen ein bisschen. Nochmal hier. Das sieht man jetzt nicht so gut. Sieht man das hier? Seht ihr so ganz leicht, wo es schimmert? Habe ich mit Bleistift vorgemalt. Und auch einmal die Hose ist schon mal vorgemalt. Das schneiden wir jetzt eben nochmal aus. Im Moment muss ich ein bisschen auf meine Reste zugreifen, was ich noch so an Tonpapier habe. Deswegen, das ist zweifarbig. Dann haben wir hier den kleinen Schnurrbart. Das kann man jetzt leider ganz schlecht sehen. Der ist so ein bisschen wie eine Fliege geschnitten. Und wenn wir den ausgeschnitten haben, zeige ich euch gleich, machen wir so kleine Streifen hier noch rein, damit das dann wirklich wie ein Schnurrbart aussieht. Das sehen wir hier ganz gut. Könnt ihr das erkennen? Ich denke mal, ne? Okay, wir fangen erstmal ein bisschen an zu schneiden. Das Mädchen hat, wie gesagt, mehr so ein Kleid. Habe ich hier unten drei kleine Taschen hingemacht, ein Herzchen. Das kleben wir zum Schluss gleich alles zusammen. Wir schneiden jetzt erstmal nochmal den Hasenjungen aus. Ich nehme mittlerweile ganz gerne diese kleine schwarze Schere, die ist ganz leicht gebogen vorne und die geht dann immer ganz gut, um die Ecken rumzukommen. Habe ich euch ja im letzten Video schon gesagt, also ich bin mittlerweile doch auf den Standpunkt lieber ein bisschen mehr ausgeben, aber dafür hat man wirklich eine bessere Qualität. Gerade bei Scheren, bei Kleber ist mir das jetzt ganz doll aufgefallen in dem ganzen letzten Jahr, weil das große Basteln gibt es jetzt schon seit einem Jahr. Am 31. Januar hat man nämlich das erste Video gepostet. Könnt ihr ja vielleicht mal in den Kommentaren auch mal was da lassen, was euch gefallen hat, was euch besonders gut gefallen hat, was ihr vielleicht mal nachgebastelt habt. Freue ich mich drüber, wenn ihr da einfach mal was schreibt. Auch gerne ein Hashtag Replay da lassen, damit ich weiß, wer sich das Video alles angeschaut hat. Liken, Herzchen da lassen. Und ganz gerne auch immer teilen das Video. Darüber freue ich mich dann auch, um einfach noch ein paar Leute damit begeistern zu können. So, schneiden wir den Hasenjungen aus. Die sind relativ groß. Ich habe jetzt gar nicht gemessen, wie groß die sind. Aber ich würde mal sagen, so 25, 30 cm bekommen wir bestimmt schon hin. Die sehen bestimmt auf der Ostertafel dann richtig schön aus. Ja, die schön eindeckt dann. Oder zum Verschenken kann man auch schön machen. Wenn Erzieher zuschauen, könnt ihr das zum Beispiel mit euren Kindern im Kindergarten gut basteln als Geschenk für die Eltern. Das haben sie aber mit unserem Bastelmaus früher immer gemacht, wo es noch im Kindergarten war. Wurden auch immer so schöne Sachen für die Eltern gebastelt. Und wenn ihr das vormalt, können die Kleinen das auch super ausschneiden schon selber.
Und ich finde das auch ein schönes Geschenk, wenn man das jemandem mitbringt, für die Großeltern vielleicht auch. Und dafür sind ja die Rollen hinten richtig gut, dass man da noch was reinmachen kann. So, das Ausschneiden dauert natürlich immer am längsten, das Aufzeichnen und Ausschneiden. Auch hier, wenn jemand Vorlagen möchte, schreibt mich an. Gegen einen kleinen Obolus schicke ich euch das dann auch gerne zu. Als E-Mail-Datei zum Beispiel. Ich hatte einen Glückskeks, das muss ich euch echt mal erzählen, wo drin stand, dass ich dieses Jahr ein Buch schreiben würde. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, aber nicht für dieses Jahr. Dafür habe ich noch zu wenige Vorlagen selber gemacht, wirklich mal ein Bastelbuch zu machen. Was würdet ihr denn davon halten? Hättet ihr da Interesse dran, mit meinen ganzen Vorlagen dann ein Buch mal zu bekommen? Könnt ihr ja vielleicht in den Kommentaren auch einfach mal da lassen. Weil es sind ja doch schon einige Sachen, was wir gemacht haben. Nicht überall gibt es natürlich Vorlagen. Ihr habt vielleicht auch mein Frühlingsexperiment gesehen. Habt ihr sowas auch schon mal gemacht? Die Tulpen in Blau finde ich richtig klasse. Also die Maserung, was die auch angenommen haben, gefällt mir richtig, richtig gut. So. Sind wir mit dem Rasen gleich fertig mit dem Ausschneiden. Hier noch eine kleine Ecke. Muss sagen, ich werde langsam auch immer besser mit dem Zeichnen. Das war vorher noch nicht so. Okay, dann haben wir hier die Hose für den Jungen noch. Da können wir gleich überlegen, welche Seite wir dann nehmen. Ob wir die dunkelblaue oder ja, ist das Türkis nehmen, aber ich glaube, wir nehmen lieber die dunkelblaue. Ich habe dann noch so ein paar andere Ideen, was wir für Ostern noch machen können. Also, wie ich ja schon in anderen Videos immer gesagt habe, sammelt immer fleißig Toilettenpapierrollen, Dosen brauchen wir oder Gläser, also was weiß ich, kleinere Gläser, wo vielleicht ein Spargel drin war oder ich habe jetzt Mais im Glas gekauft zum Beispiel. Die hebt mal auf. Da habe ich dann auch noch so ein paar Ideen, was wir mitmachen können. Im Moment auch gerade wieder fleißig dabei, die Flaschenlichter zu machen mit Ostermotiven drauf. Wenn da noch jemand was braucht, auch gerne anschreiben. So, dann haben wir den auch fertig. Und jetzt schneiden wir noch mal den Schnurrbart aus. Der läuft in der Mitte ein bisschen zusammen, dass der so ein bisschen wie eine Fliege aussieht. Nur aufpassen, dass ihr nicht zu schmal werdet, weil wir ja gleich noch die Schnurrbarthaare einschneiden wollen. Und dann klappt das nicht, wenn die zu dünn werden. Jetzt wäre ich gerade ein bisschen schief. So, und jetzt nehmen wir das nämlich und schneiden. Gucken mal ungefähr, wo die Mitte ist und schneiden dann dünne Streifen ein. Ich schneide es nicht ganz bis zur Mitte hin und gucken so drei, vier, je nachdem, wie dick ihr das schneidet, damit es aber auch nicht auseinanderfällt dann hinterher. Das wäre ja dann auch schade. Wer hat, kann natürlich auch die Hose und das Kleid irgendwie in bunten Papier machen, also wo vielleicht ein Aufdruck drauf ist. Oder ihr habt zum Beispiel Motivstempel, nee, Stanzer. Dann könnt ihr hier vielleicht noch schöne Motive draufkleben. Also da kann man ja ganz viel dann noch machen und ausprobieren. Ihr könnt die Hasen auch zum Beispiel ohne die Toilettenpapierrollen hinten machen. Und macht von beiden Seiten Gesicht und die Kleidung. Und dann könnt ihr sie zum Beispiel auch ans Fenster schön hängen. Okay, dann wollen wir jetzt den Hasen erstmal ein bisschen anziehen, damit ihm nicht so kalt ist. Ich fange oben mit den Ohren an. Ich mache da jetzt nochmal so ein bisschen rosa rein, damit das einfach so ein bisschen hervortritt, das Ganze.
Ich nehme jetzt wieder einen Prittstift, kein Flüssig, weil wenn man Flüssig nimmt und das verschmiert so ein bisschen, das sieht man so dolle auf dem Tonpapier dann leider. So, und schön festdrücken. Und das ist der Vorteil auch beim Prittstift, dass es dann gleich besser festsitzt. Mit dem Flüssigkleber arbeite ich ja dann meistens immer noch mal mit einer Wäscheklammer, damit das auch fest angedrückt wird. Jetzt habe ich, wie gesagt, die schönen Wackelaugen mir hier noch rausgesucht. Da muss ich diesmal ein bisschen aufpassen, weil die haben oben einen Wimpernkranz, damit ich es auch richtig rum raufklebe. Da habe ich nicht meine Pinzette vergessen, aber das kriegen wir, glaube ich, auch so hin. Ich drücke die jetzt noch nicht ganz fest, weil dann kann ich sie gleich anhand der Nase, der Schnauze vom Hasen noch ein bisschen verschieben, damit wir das besser hinbekommen. So, dann habe ich hier so die pinke Nase noch vom Hasen. Die kleben wir auf dem Schnurrbart drauf, dass wir das mittig so ungefähr hinbekommen. Und dann kleben wir jetzt erstmal die Schnauze ein bisschen mit auf. So, jetzt gucken wir mal so ein bisschen, dass das zu den Augen passt. Und jetzt kommen noch die Barthaare dazu. Und schön festdrücken. Dann kann man die Barthaare nämlich so ein bisschen 3D-mäßig so ein bisschen hochbiegen, dass man die ein bisschen sieht. Ich denke mal, die Augen können wir auch sogar so lassen. Das sieht ganz gut aus. Dann kleben wir jetzt noch die Hose fest. Kann man gucken, ein bisschen rüber, wenn man möchte. Dann kann man so ein klein wenig umknicken. Oder man lässt es einfach so, wie man halt möchte. Ne? Schön festdrücken. Und dann habe ich jetzt noch so kleine Hosentaschen gemacht. Und zum Beispiel ein Herzchen. Aber da könnt ihr einfach ein bisschen eure Fantasie freien Lauf lassen, was ihr noch mit drauf machen wollt. Wie gesagt, wenn ihr schöne Stanzer habt, dann kann man da auch sicher noch schön was mit drauf machen. Einfach mal ausprobieren. Oder wer hat Tonpapier mit Figuren drauf, mit irgendwas drauf, sieht bestimmt auch sehr schön aus. Aber da hatte ich nur noch Weihnachtstonpapier und das würde jetzt zu Ostern nicht so unbedingt passen. So, das Herzchen wollen wir noch aufkleben. So, und jetzt fehlt natürlich noch ein bisschen der Mund vom Hasen. Dafür nehme ich jetzt einfach einen schwarzen Stift. Das sind auch die Stifte, die ich für den Öltrick gerne benutze zum Malen. So, und da malen wir jetzt einfach hier so ein bisschen wieder die Nase, also den Mund runter und so leichte schwarze Pünktchen einfach rundherum noch. So, und das ist schon mal unser Hasenjunge. Jetzt könnte man den so natürlich auch schön ins Fenster hängen. Dann würde ich halt die Rückseite auch nochmal bekleben, dass man von beiden Seiten das schön hat. Oder was wir jetzt vorhaben, dass wir da drin was verschenken wollen, kleben wir hinten nochmal eine Toilettenpapierröhre dran. Da, wie gesagt, vorher weiß grundieren. Und dann in der Farbe, die ihr wollt, anmalen. Aber nehmt immer dazu, guck mal, ich habe sogar sowas noch hier, ein Schwämmchen dafür. Und dann tupfen. Das sieht besser aus, weil dann habt ihr einfach die Pinselstriche nicht drauf. Das sieht man nicht mit Acryl nämlich deutlich oder dolle immer. Um die jetzt festzukleben, nehme ich lieber Flüssigkleber. Weil der dann doch ein bisschen besser ist. Und ich habe mir schon meine Wäscheklammern wieder parat gelegt, um das Ganze ein bisschen festzudrücken. Also halte ich jetzt nicht zu geizig.
Und dann, weil wir ihn ja hinstellen wollen, schön nach unten ziehen, so dass das unten zusammen abschließt mit den Füßen. Und dann mache ich wieder von beiden Seiten einmal die Wäscheklammern ran. Und dann lasse ich ihn zum Trocknen jetzt auch so liegen, weil hier oben kriege ich ja jetzt keine Wäscheklammer ran, damit das hält dann nachher auch, ne? Und dann kann man ihn nämlich schön hinstellen. Und dann kann man auch überlegen, ob man drinnen dann ausschneidet, zum Beispiel das Stückchen Toilettenpapierrolle, was man sieht, oder ob man es so lässt. Gut, dann legen wir den Jungen mal kurz beiseite und kleben noch das Mädchen zusammen. So, da fangen wir auch oben wieder mit den Öhrchen an. Wo kauft ihr denn so euer Bastelmaterial? Ich bin jetzt mal ein bisschen neugierig, könnt ihr ja mal berichten, wo man das noch im Moment vielleicht günstig gut einkaufen kann. Würde ich mich freuen, wenn ihr mir da vielleicht auch mal ein paar Tipps noch geben könnt. So, für das Mädchen habe ich schöne pinke Augen mit Wimpern rausgesucht. Auch hier noch nicht gleich richtig festdrücken, weil wir erstmal wieder gucken vom Positionieren der Augen, ob das passt alles. Aber schon mal darauf achten, dass die Wimpern auch oben sind. So, dann kleben wir als erstes wieder das weiße München, ja, oder das weiße Fell auf. Darüber dann wieder die Schnurrbarthaare, die habe ich schon fertig gemacht und auch die Nase drin draufgeklebt. Ein bisschen drüber. So, ich denke mal, die Augen können wir auch schon wieder so lassen. Und dann bekleben wir jetzt erstmal das Kleidchen. Da habe ich unten, seht ihr, so kleine Wellen reingeschnitten. Kann man auch gerade machen, wie es euch vielleicht lieber ist, dann auch einfach ein bisschen ausprobieren. Man muss jetzt auch nicht unten diese drei Taschen hinmachen. Können auch zwei oder irgendwas anderes rauf machen. Einfach mal ausprobieren, was ihr so da habt. Werden wir sicherlich als nächstes mal so ein paar größere Motivstanzer kaufen. Wir haben zwar kleine da, aber es gibt die ja auch irgendwie noch ein bisschen größer. Da werde ich mir noch mal welche holen für solche Sachen zum Beispiel. So, das Herzchen noch. Und dann machen wir hinten wieder komplett den Kleber drauf und ziehen gleich das Hasenmädchen auch an. Das so ein bisschen passt. Schön festdrücken das Ganze. Dann malen wir hier auch noch mal kurz zu Ende rein. Und hier sehen wir ein bisschen aufpassen, wenn ihr Kleber an den Fingern habt. Am besten gleich abmachen wieder, weil sonst sieht das nicht schön aus. So, dann ist das Hasenmädchen so auch fertig. Auch bei ihr machen wir jetzt hinten noch einmal die Toilettenpapierrolle ran. Und dann sind wir mit der Bastelidee für Ostern auch schon durch. Ich werde sie dann, wie gesagt, die Rolle im Nachgang nochmal zumachen, damit man dann auch gut was reinmachen kann. So, wieder gucken, dass ihr unten so mit den Füßen abschließt, damit das dann auch wirklich gut stehen kann. Und wieder mit den Wäscheklammern kurz festdrücken, damit einfach der Halt drauf ist. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen gekleckert, da wollen wir das Hasenmädchen nicht reinlegen. Okay, dann zeige ich euch nochmal die beiden, die wir jetzt gerade zusammengebastelt haben. Das Mädchen und den Jungen.
Und hinten, wie gesagt, sind dann einfach die Röhren dran, die ihr dann mit Süßigkeiten oder irgendwas zu Ostern befüllen könnt. Sehen bestimmt, wenn wir schönes Wetter haben, auch schön im Garten aus, wenn ihr draußen dann Ostereier sucht zum Beispiel. So, ich lege die jetzt nochmal zur Seite, damit die schön trocknen können. Zeige euch nochmal die beiden, die wir schon fertig haben. Mal den Jungen und das Mädchen. Wie gesagt, da muss ich nur noch hinten einmal die Röhren anmalen und von unten dann verschließen. Ja, meine Lieben, das war meine zweite Idee zu Ostern, die Osterbastelaktion. Ich freue mich, wenn ihr ein Hashtag Replay da lasst, wenn ihr es im Nachgang euch angeschaut habt. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like da, freue ich mich drüber. Und gerne immer teilen die Videos, freue ich mich auch ganz doll drüber. Wenn ihr noch irgendwas dazu wissen wollt, schreibt mich kurz an, können wir gerne nochmal drüber sprechen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss.